Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight mit der wunderschönen Anna. Und ich muss direkt mal im Voraus sagen, dass ich diese Map mit Anna nicht so geil spielen kann. Ganz im Gegenteil, ich bin da sogar ziemlich kacke drin. Weil du hier Probleme hast, über einen Heuballen zu werfen. Okay, oder man guckt auch einfach gar nicht da hinten. Das kann natürlich auch sein. Okay, ich glaube, du warst jetzt hier nicht so der große Ninja. Wo ist sie? Ach, da. So, komm her. Mäuschen, und dann bringen wir dich jetzt schön weg. Okay, eventuell hat sie D-Strike. Ich finde die Map mit ihr, also mit Anna zu spielen, sehr schwierig. Wegen den Wänden, wegen den Heuballen. Du kannst nicht wirklich drüber werfen. Und das ist sehr nervig. Das ist tatsächlich sehr nervig. Und diese Scheune da hinten ist sehr nervig. Na, ich weiß gar nicht, ob ich in diese Scheune überhaupt rein soll. What the fuck? Ja, ich hasse diese Scheune. Ja, dachte ich... Naja, nee. Ich möchte nicht, dass sie zur Scheune läuft. Okay, das kann ich jetzt nicht verhindern. Ich muss das Ding hier kaputt machen. Ich weiß nicht, wo sie entlang gelaufen ist. Ah, oh, ich habe sie nicht gesehen. Das hätte ich auch in Dingens werfen können. Oh. Goddammit, das dauert so lange hier. Genau. Deswegen hasse ich diese Map einfach. Oh, was? Ich hab doch schon... Wait, what? Ich hab doch schon geschlagen. Ich hab doch schon ausgeholt. Ich hätte eigentlich schon links... Alles klar. Sehr offensichtlich. Sehr offensichtlich. Mein Lieber. Ich habe keinen Ruin mit. Ruin ist einfach viel zu schnell weg. Das macht einfach null Sinn. Oh, okay. Einer ist da rechts und beide waren da hinten am Gen. Der jetzt fertig ist. Und was echt schlimm ist, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich brauche unglaublich lange, um in Lobbys reinzukommen. Jetzt auch mit ihr. Hi. Man sieht die hier so schlecht. Man sieht die hier so unglaublich schlecht. Aber wie ist es nochmal? Tief atmen. Warten. Und dann mit dem Ball werfen. So, und jetzt muss ich ganz schnell wieder zurück zum Generator. Am Berg. Jupp. Der wird fertig sein, den schaffe ich nicht mehr. Ja gut, wenn sie hier geblieben ist, dann kann ich sie auch nehmen. Dann bleibe ich jetzt hier. Was? Oh komm, bitte. Im Leben nicht. Im Leben nicht. Als ob ich das nicht getroffen habe. Oh, warum bist du denn hier jetzt? Eigentlich will ich sie gerne aufhängen. Ich überlege gerade. Ich hole mir erstmal ein paar Beile. Ich habe ein Nurses Calling. Sie hat D-Strike. Ich schieße D-Strike.
Wir probieren es trotzdem. 2, 3. Ich glaube, sie hat es verkackt. Ich hoffe, sie hat es verkackt. Die pimmeln ja auch alle rum, ne? Die pimmeln hier auch alle rum. Ich dachte, sie würde dann links gehen. Okay, ich brauche Beile. Den halt sich die. Die hier macht. Okay. Gut, ich dachte tatsächlich, sie wäre im Schrank. Ich dachte tatsächlich, sie wäre im Schrank. Nee, aber ich bin dann jetzt nicht weggegangen, wenn die ganze Zeit da rumlungern. Da kann ich auch bleiben. Vor allem die gerade geholt wurde. Die ist auch. Nee, die. Doch, die gerade geholt wurde vorhin. Ich weiß, das war doch Ninja. Nee, das war die mit dem komplett roten Oberteil. Die habe ich geholt und die ist einfach nicht weggegangen. Dann kann ich sie auch mir nehmen. Komm, wir nehmen dich. Wo auch immer du jetzt lang gelaufen bist. Da bist du lang gelaufen. Wuhu, Headshot! Okay, es macht schon Spaß, wieder Anna zu spielen. Ich hatte ein bisschen Respekt von der Map. Ich habe Respekt von dieser Map. Weil die einfach... Die Anna spielen, die wissen ganz genau, was ich meine hier. Mit dieser Map. Okay, gut. Die stand da jetzt einfach die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob sie jetzt... Da ist auch die Frage, soll man als Killer jetzt darauf Rücksicht nehmen, weißt du? Soll man darauf wohl Rücksicht nehmen, dass die jetzt gerade nicht da war? Ich finde das ein bisschen schwierig. Okay, ich dachte, sie würde es jetzt tatsächlich noch nehmen. Das war tatsächlich dumm von mir. Muss ich gestehen. War nicht die schlauste Entscheidung. Okay, sie ist nicht mehr da. Sie ist letztes Mal auch schon nach rechts gelaufen. Oh, sie hat der Tat. Oh, ich habe keine Beine mehr. Sorry, ich habe keine Beine mehr. Ich habe keine Beine mehr, deswegen musste das jetzt so sein. Okay, die eine näher, die auf dem Boden liegt, die ist einfach nicht mehr da. Ich glaube, da sind jetzt die ganze Zeit auch Raben unterwegs. Und sie hatte Destroy verkackt. Gott sei Dank. Bitteschön. So, wo ist sie? Ja, mhm. Die ist nicht mehr da. Ich hätte sie jetzt... Ich hätte die Chance gegeben, tatsächlich. Finde ich dann immer ein bisschen schwierig. Da würde mich mal ganz wirklich die Dead by Daylight spielen und Killer spielen. Da würde mich mal eure Meinung interessieren. Was macht ihr da? Sagt ihr da, okay, ich gehe jetzt weg? Oder beziehungsweise ich, als würde ich sie nicht beachten. Was, wie ich eigentlich meistens spiele, ist, dass ich die, down. Also, dass ich sie downe und dass sie einfach auf dem Boden liegt. Ein Todesstatus ist sozusagen. Und ich, somit die Chance habe, oder sie einfach nochmal die Chance hat aufzustehen, sie aber nicht so schnell die Generatoren macht. Aber ich hänge sie dann nicht direkt auf, aber ich down sie. Da muss ich tatsächlich sagen, ich down sie immer. Ich lasse sie einfach auf dem Boden dann liegen. Einmal habe ich es nicht gemacht, da wollte ich die Runde einfach schnell vorbei haben. Deine Punkte sind hier. Ach so, und ich habe jetzt schon länger keinen Killer mehr gespielt, weil ich bedingt durch Uni einfach jetzt nicht so viel Zeit hatte. Und wenn ich ein bisschen huste, ich habe auch schöne Grippe hinter mir. Jawohl. 26.000 Punkte geht auf jeden Fall besser, aber ist in Ordnung für das erste Mal Anna seit langem. Es wurden sich ja verschiedene Killer gewünscht. Schon öfter unter den Videos, weil ich jetzt anscheinend viel Spirit spiele. Ja, da gebe ich euch komplett recht. Ich muss aber dazu sagen, die macht mir einfach mega viel Spaß. Wenn ich sie spiele, sie macht mir unglaublich viel Spaß. Und Dead by Daylight ist für Survivor meiner Meinung nach, das ist
ihr müsst es immer von meiner Meinung, von meiner Perspektive sehen, ne? Ihr könnt natürlich eine andere Meinung haben und die kann ja auch richtig sein. Darum geht es ja gar nicht. Aber meiner Meinung nach ist es so, dass der Badalett ein sehr schnelles Spiel geworden ist, dass Survivor sehr schnell sind. Je nachdem, welche Gruppe du auch hast. Ich liebe Anna, aber wenn du jetzt zum Beispiel so eine Map hast, ich hatte jetzt das Glück, dass die eine jetzt nicht da war und die eine andere hat nicht so gut gespielt, wobei die eine näher doch schon sehr gut gespielt hat, aber die Claudette war jetzt auch nicht so schlecht. Und ich habe da ein paar Fehler gemacht, also da hatte ich einfach nur Glück. Aber die Map ist scheiße mit Anna. Und du hast nur selten die Möglichkeit, außer diesen im Feld, aber sobald die hinten hinter so einem Heubusch gelangen hast, so einfach verkackt. Du brauchst du gar nicht werfen. Und Mindgames, okay, dass du dann nach vorne läufst und nur wieder rückwärts, ne, dass die das rote Licht sehen, als würdest du von der anderen Seite kommen. Das könnte man mal ausprobieren und dann währenddessen einen Ball ziehen. Also du gehst, pass auf. Einfach mal ein Beispiel. Näher läuft, ich kann schon mal in die Lobby gehen, weil das dauert jetzt ziemlich lange. Näher läuft nach rechts. Eine Näher läuft nach rechts um Heuballen herum. Zwischen Heuballen und Heuballen ist eine Palette. Und die läuft, ne, rechts entlang. So, dann gehst du als Killer mit rechts entlang. Kurz bevor aber die Kurve kommt, gehst du wieder rückwärts, ziehst schon einen Ball auf und musst einfach hoffen, dass sie jetzt quasi gerade in der Palette steht und du den Ball wirfst. Zwei Probleme gibt es hier. Einmal, dass sie die Palette schmeißt und du so nah an der Palette bist, dass du gestunt wirst. Das hatte ich schon mal ganz oft. Oder das zweite Problem ist, dass die eben nicht an der Palette steht. Und dann kannst du dieses Beil einfach in die Tonne schmeißen, weil es einfach dann nichts bringt. Anders zum Beispiel Autohaven, da kannst du schön über die Schrottdinger, auch wenn die sich bücken. Du kannst, vor allem die Männer, weißt du, ein David oder so, die triffst du immer am Kopf, wenn du wirfst, wenn du gut wirfst. Ist ein bisschen Übung, ist ein bisschen eine Übungssache, aber da kommt man definitiv rein. Und so, das ist mein Problem. Darauf wollte ich jetzt hinaus, dass Anna auf bestimmten Maps richtig gut ist. Keine Frage. Meiner Meinung nach aber nicht auf dieser Map. Da hatte ich jetzt einfach nur Glück. Und wenn ich mir Spirit anschaue, oder genauso wie die Nurse, ich habe mit Spirit auf keiner Map Probleme. Auf keiner einzigen Map habe ich mit Nurse oder, wobei Nurse ist ein bisschen schwierig, wenn man nach oben teleportieren möchte oder du bist jetzt hier gerade bei The Game, auf der Map von The Game und willst oben auf der Ebene bleiben und teleportierst dich auf einmal nach unten und denkst so, ja, danke, Spiel. Das ist was anderes. Aber sonst habe ich mit Nurse und mit Spirit keine Probleme in keiner Map. Und ich finde, das Spiel ist sehr maplastig, wenn du Killer spielst. Natürlich auch, wenn du Survivor spielst. Viele sagen so, oh, Schutzwald, das schaffe ich gar nicht. Schutzwald ist eigentlich, es ist so eine geile Map für Survivor, wenn du richtig stehst. Schutzwald hat die, ich weiß nicht, ob die es geändert haben, aber Schutzwald hat die meisten Paletten. Könnte nachschauen. Ich weiß, nach meinem letzten Stand, ich müsste mich da nochmal informieren, aber wenn die da nichts geändert haben, dann ist es immer noch so. Und das ist einfach nur richtig, mit Anna Schutzwald ist einfach das Behindertste, was es gibt zum Beispiel, für mich, weil ich sie einfach da nicht so gut spielen kann. Genauso wie auf Coldwind Farm mit der Scheune. Mein Gott, das ist einfach nur nervig. Und mit Spirit ist das egal. Nur sowieso, das wissen wir alle, aber Spirit, du machst ein bisschen Mindgame und benutzt ihre Fähigkeit und bekommst sie ganz schön. Und das macht mir Spaß. Würde ich mit Anna jedes Mal gute Maps bekommen, für mich gute Maps, wo ich gut spielen kann, wo ich auch gut die Beile werfen kann, dann würde ich die ganze Zeit wieder anders spielen. Also zum Beispiel Trapper. Ich mag auch Trapper spielen. Mag ich wirklich sehr gern. Habe ich jetzt nicht wieder gespielt. Ich habe das Kotzen bekommen. Weil mittlerweile, und ich lege die Fallen schon randoms hin, also jetzt nicht da, wo inzwischen Paletten oder so, nee, so einfach, dass die da eventuell rein, nicht einer ist reingelaufen, so viele Fallen sind kaputt gemacht worden, das ist einfach nur eine Glückssache. Und mit Glück kommst du in diesem Spiel nur selten voran. Weil es einfach sehr schnell geht und du mittlerweile auch Survivor hast, die genau wissen, wie man spielt. Was ja auch gut ist, ne? Regt mich auch so ein bisschen an, nochmal härter zu spielen, beziehungsweise mich mehr anzustrengen. Und das macht ja auch viel Spaß. Und das ist der Grund, warum ich einfach gerne Spirit spiele. Die macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Die Mindgames machen mir Spaß. Ich habe Kontrolle über die Map. Egal welche Map. Es gibt natürlich mal schlechtere Runden, mal bessere. Keine Frage. Aber sonst, wenn ihr euch die Videos anschaut, ich bekomme... entweder bekommt einer am Ende die Luke oder ich bekomme alle. Eine Runde, die habe ich mal verkackt. Oh, wir haben Survivor. Eine Runde hatte ich mal verkackt gehabt. Das ging jetzt ein bisschen schneller. Aber sonst ist es kein Problem. Und ich finde Anna, Billy, Trapper, wobei Trapper nehmen wir mal raus. Anna, Billy, Geist sind sehr Map-lastig. Und die hat einen Schlüssel.
Na, komm. Wir nehmen die Herausforderung an. Sind sehr belastend. Und deswegen nehme ich auch schon die Addons, dass ich schneller werfe. Dass ich schneller aufziehe und schneller werfe, damit ich damit keine Zeit verschwende. Ja. Und das ist der Grund. Ich kann euch verstehen, ich mag Anna sehr gerne spielen, immer noch. Ich muss gestehen, so Anna und Spirit streiten sich so ein bisschen um den Platz, um den ersten Platz bei mir. welchen Killer ich jetzt lieber habe. Aber ja, das ist der Grund. Mehr ist es gar nicht. Ich dachte zum Beispiel auch damals, Gedenkinstitut mit Anna, Katastrophe. Gedenkinstitut mit Anna bin ich richtig gut. Das macht mir richtig Spaß. Aber gib mir Coldwind-Farm mit Anna und ich bin ein Haufen Schrott. Wie gesagt, die letzte Runde hatte ich jetzt einfach nur Glück. Und da muss ich auch wirklich sagen, das nervt mich. Weil ich als Survivor weiß ja auch dann, wie man gegen Anna spielt, Coldwind-Farm. Du kannst einfach nicht wie bei Autohaven einfach über ein Auto werfen oder über Schrott, was auf dem Boden liegt. Ha. Und Gedenkinstitut kannst du so ein bisschen Mind-Games machen. Das ist ganz cool. Das macht mir doch sehr viel Spaß. Ja. Ich, seit kurzem spiele ich auch ganz gerne Geist. Ich glaube, da hatte ich auch was hochgeladen. Der macht mir auch Spaß. Aber das ist auch wieder so Map-lastig. Da muss ich jedes Mal für mich, ich kann immer nur von mir sprechen, ne? Wenn ihr spielt anders Killer. Ich spiele den Geist anscheinend so, dass ich definitiv brutale Stärke brauche. Sonst komme ich in diesem Spiel nicht weiter. Ich muss die ganzen Paletten weghaben. Am Anfang sieht es immer so aus, dass ich keinen bekomme. Aber dann gegen Ende, wo alle Paletten weg sind, weil ich alle kaputt mache, ist mir, du läufst und ist es mir egal. Ich mache die Palette kaputt und ich mache diese Palette kaputt, dass sie keine Paletten mehr haben in dem ganzen Game. Und dann wird es sehr schwierig für die. Und als Geist ist es ziemlich geil. So mag ich zum Beispiel den Geist sehr gern spielen. Ja. Dann habe ich mich wieder mit Leatherface probiert. Lassen wir einfach sein. Ich bin ein richtiger Kackhaufen mit Leatherface. Boah, das ist einfach nur so ein Schrottkiller für mich, ne? Also, die erste Runde, die ich mal gespielt habe, die war, das habe ich leider nicht aufgenommen. Das habe ich einfach so gespielt. Dann Markus und ich beide Killer gespielt. Und zweite Runde, die war tatsächlich ganz in Ordnung. Da hatte ich die richtigen Addons mit, glaube ich. Aber so Leatherface, ei. Schön ist anders, sage ich euch. So, dann wollen wir mal. Ich weiß gar nicht, ob ich mit Anna dieses Haus schon hatte. Und was ich noch sagen wollte, Anna ist sehr langsam. Was ja überhaupt nicht schlimm ist. Ich meine, sie hat die Beile, die sie werfen kann. Ne? Das ist ziemlich stark. Das kann kein anderer Killer. Aber so ist sie einfach sehr langsam. So, und das ist das Problem. Die Map ist jetzt eigentlich klein, finde ich. Also die ist nicht so riesig. Aber wenn du eine Map hast, die wirklich riesengroß ist, boah, mit Anna macht keinen Spaß. Ich dachte, sie würde weiter nach rechts gehen. Oh wow, what? Okay, das war jetzt einfach. Die machen wir kaputt. Das darf ich nicht vergessen. Ich habe nämlich absolut keine Ruinen mit. Ist hier irgendwo ein Schrank? Weiß man das? Bin ich blind? Ah! Sie hat sich versteckt. Da hat sie sich einfach eiskalt versteckt. Ich habe sie nicht gefunden. So, bitteschön, dankeschön, gern geschehen. So, hier ist ein Schrank. Die ziehen die auf jeden Fall sehr schnell ab. Das liebe ich, ja. So, ich schau mal eben kurz, ob hier jemand dran war. Natürlich war hier jemand dran. Das heißt, hier ist jemand auch in der Nähe. Hm.
Ah, hat nicht funktioniert. Ich wollte die Mac einmal kurz treffen und dann hätte ich sie liegen gelassen. Aber jetzt machen wir es so. Ich muss gucken, ob da jemand ist. Ja. Yep, da war jemand. Oh, schade. Den habe ich verkackt. Der läuft einfach durch. Macht er gut. So, komm her. Und ich nehme ein paar Beile mit. Oh, scheiße, den habe ich nicht gesehen. Die waren dort. Ach, verdammt. Okay. Aber das meine ich mit Paletten. Mit den Generatoren. Die sind alle in der Nähe. Und interessiert dich einfach nicht, dass ein Killer da ist. Ist ja bei uns genauso. Hier kann man schön rüberwerfen. Und das ist halt ein Riesenunterschied. 1, 2, 3. Schade. Ein Riesenunterschied gegenüber, Wer ist denn da hinten? Keine Ahnung, ob ich den jetzt gerade eben hatte. Ich weiß es nicht. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Komm her. Drei sind gerade verletzt. Das ist eigentlich ganz gut. Wegen Thanatophobia. Zwei sind hier in der Nähe. Oh. Mein Gott, du kannst ihn nicht werfen. Das hätte ich nicht treffen dürfen. Das hätte ich wirklich nicht treffen dürfen. Oh, hi. Oh, hi. Gut. Selber, ja, komm, bitte. Da ist man selber schuld. Das ist sehr schön gewesen jetzt mit Nurse's Calling. Oh, hat er gut gemacht. So, sie weiß, wie man... Ja, alles klar. Sie weiß, wie man gegen eine Anna spielt. Ich konnte jetzt nicht werfen. Dafür bin ich einfach zu langsam. Das bringt nichts, wenn ich jetzt werfe. Hat sie gut gemacht? Hat sie gut gemacht. Ich habe es einmal probiert und dann wusste ich so, ah, das funktioniert nicht. Okay, da hinten ist einer am Jen. Ich muss jetzt zum Jen, obwohl er in der Nähe war. Die wird jetzt wahrscheinlich schnell gezogen. Es tut mir so leid, ich will gar nicht lachen, aber das war tatsächlich jetzt sehr lustig. Okay. Ich glaube, die Mauer hat, die Wand hat sie da gestört.
Oh, schade. Da hätte ich ein bisschen höher werfen müssen. Oh, ich dachte, er würde nach rechts gehen. Komm her. Oh? Oh? Okay. Ich hole mir noch ein paar Beile. Oh, der andere hat... Der hat Schlüssel benutzt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Stimmt, der hat den Schlüssel. Oh, ich habe keine Lust, die Luke jetzt mit dir zu suchen. Das ist mir... Wie krass, da haut der Survivor einfach ab. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Aber er wurde ja gerettet von ihm. Und sie haut einfach ab. Das ist schon ein bisschen dreckig. So ein bisschen dreckig. Die Runde hat Spaß gemacht. Die waren ein paar Würfe dabei, wo ich dachte so, ja, war cool. Das fixt mich doch jetzt an, noch ein bisschen mehr anders zu spielen, muss ich sagen. Oh. Ich dachte, ich hätte jetzt die Lüge gehört. Boah, das ist aber dreckig von dem Survivor gewesen. So ein klein bisschen, so ein ganz klein bisschen, so ganz wenig. Oh, krass. Verrückt. Da, die hat einen Schlüssel. Da haut die einfach ab. Da haut die einfach ab. Ist ja alles scheißegal. Sie muss raus. Aber das meint, das hat man jetzt gegen Ende schön gesehen, wo ich über diesen Schrotthaufen da geworfen habe. Das kannst du in Coldwind Farm nicht machen. Das geht. Du hast ja manchmal so Lücken. Du hast manchmal Lücken zwischen Heuballen. So eine ganz kleine Lücke. Das weiß ich aber erst seit kurzem, weil ich das bei einem Killer, gegen den ich gespielt habe, gesehen habe. Das ist cool, aber da durchzuwerfen ist schwierig. Habe ich mal probiert. Funktioniert aber der Survivor da. Also, der muss schon sehr achtsam sein. Und wenn er das ist, dann bringt das jetzt leider auch nichts, ne? Was will man da machen? Aber es war eine schöne Runde. Ich hoffe, euch hat's gefallen. War mal wieder cool, Anna zu spielen. Ich glaube, danach, ich nehme jetzt noch ein paar Runden auf. Ich spiele jetzt nochmal Anna. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn ihr Lust habt, wieder. Bis dann. Tschüss.